TV. Ich bin hier bei einer Inspektionstour. Habe durch meine, sagen wir mal, konspirativen Mitarbeiter erfahren, dass sie irgendein Fest starten sollte heute. Und ich muss ja für Angie mal wieder Dokumentationen rüberbringen, damit sie mal wieder sieht, wie es hier so weitergeht. Ich habe mir also diese Kamera mal eben hier geschnappt, damit ich von der Weite Aufnahme machen konnte. Die saufen mir wie die Löcher. Ich habe gehört, der Inspekteur, dass hier Fünfjähriges von der Wiederanstalt gefeiert wird und deswegen ist ja so viel los. Die Patienten sind heute wirklich vor die Tür gekommen. Ja, aber dafür muss ich doch nicht das Fünffache trinken. Es reicht doch das Einfache, oder nicht? Ich verstehe das gar nicht. Das kann doch nicht zur Resozialisation beitragen. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ich muss ja mal mittrinken hier. Resozialisierung, wenn ich da höflich sein darf. Resozialisierung. Ich weiß, wie es schon heißt, aber was soll ich machen? Ich darf hier auch nicht auffahren. Ich muss es ja so tun. Ich habe auch noch nicht mal meine Dienstmütze auf. Ich bin völlig entstellt. Ich bin ja nackt quasi. Nackt. Ja. Nackt. Hier ist Horst von Horst TV. Wir stehen hier heute vor der Anstalt für schwer wieder eingliederbare in Lage. Neben mir steht der stellvertretende Direktor Dirk Binnewitt. Herr Binnewitt, Sie haben heute alle Patienten vor die Tür gelassen. Ist das nicht etwas gefährlich? Ich glaube, die Anstalt hat mit mir als Hauptpatienten schon genug zu tun. Ich sehe aber auch, dass hier Alkohol ausgeschenkt wird. Man darf es gar nicht so laut sagen. Das könnte eskalieren. Haben wir schon die Polizei benachrichtigt? Nein, das brauchen wir nicht. Das ist nämlich alles Klosterfrau Melissengeist. 80% der mir und auch allen Freunden hier gut tut. Vielen Dank. Wir schalten zurück in die Sendezentrale von Horst TV.